Diesmal habe ich euch süßes Gift und bittere Orangen mitgebracht, angerichtet von Yves Rutschis. Ja, ich finde immer historische Romane, die sich um reale Personen ranken, immer besonders reizvoll. Diesmal geht es um Herzog Ludwig X. Von Bayern und seine uneheliche Tochter Anna von Leonsberg, die verbandelt war mit dem Gelehrten Johann Albrecht Wittmannstetter. Der Roman führt uns auf die Burg Trausnitz bei Landshut und sie spielt im Advent des Jahres 1541. Ja, der Advent ist dann ja zumindest die Weihnachtszeit eine sehr leckere Zeit. Da wird geschwelgt, da wird gebacken und da gibt es unheimlich viel zu essen. Das ist natürlich nicht gut, wenn man gerade an Diabetes erkrankt ist. So der Herzog Ludwig X. Ludwig ahnt natürlich nicht, oder beziehungsweise damals war man dieser Krankheit ja mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Und wenn man da Feinde hatte, die sich ein bisschen gut auskannten, die haben einem dann schon ganz gerne die eine oder andere Süßspeise nochmal in den Weg geschubst. Ja, so geht es auch dem guten Ludwig X. Ludwig wird immer kranker, er wird immer matter. Ihm geht es gar nicht gut und da kommt sein baldiger Schwiegersohn in Spee, der kommt auf die gute Idee, es vielleicht mal mit den Lehrweisen des Paracelsus zu versuchen. Ein bisschen Diät kann nicht schaden. Und er soll jetzt so mehr oder weniger die arme Leutekost essen. Aber wenn er da vor der Riesentafel sitzen soll und alle um ihn herum schwelgen in den schönsten Sachen, das geht natürlich nicht. Das ist ein Riesenproblem. Man denkt da ja so gar nicht drüber nach. Aber wenn der Hof jetzt mithungern und darben muss, ist die Stimmung meistens nicht besonders exzellent. Und da gibt es dann schon ein paar Reibereien. Aber sie haben einen ganz mächtigen Feind, der Meinung ist, der Herzog, der muss halt weg. Und nachdem ein Bote in der Küche auch noch tot aufgefunden wird, spätestens da weiß man, irgendwas ist nicht koscher im Staate Bayern und man muss doch mit Vorsicht da bei der Sache sein. Ja, Gott sei Dank hat er eine sehr schlaue Schwester und seine uneheliche Tochter Anna, die ist nämlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Und die schlawinern sich dadurch und ob sie den Herzog noch retten können, ich weiß ja nicht. Das müsst ihr schon rausfinden. Ja, es geht um ganz viel Ränkespiele, um Intrigen, um politische Interessen. Es ist ja auch die Zeit, wo sich der katholische und der evangelische Glaube gerade ein bisschen in den Haaren haben. Man hat sich ja gerade getrennt von der römisch-katholischen Kirche. Das alles spielt auch eine große Rolle bei diesem Roman. Ich finde es auch toll, dass man sich die Burg jetzt auch noch angucken kann. Also wenn ich mal in der Richtung Landshut unterwegs bin, mache ich da garantiert Stopp. Auf Fotos sieht sie jedenfalls sehr, sehr schön aus. Das Buch hat natürlich ganz, ganz viel mit Kochen zu tun. Also die Autorin kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus mit historischen Rezepten. Bei diesem gefüllten Wildschweinkopf, der Gott sei Dank nicht näher beschrieben wird, nur als Delikatesse hier halt genannt wird, dreht sich mir persönlich der Magen um. Damals war es halt ein bisschen deftiger und vielleicht auch unappetitlicher. Aber die Autorin ist so nett gewesen, hat noch ein paar historische Rezepte auch im Buch hinterlassen, damit man die auch mal nachkochen kann, damit man ein Gefühl auch für die Zeit bekommt. Die sind Gott sei Dank nicht so geartet, dass ich denke, die kann man schon auf den Tisch bringen. Gut, Vegetarier, Veganer müssen vielleicht da noch ein bisschen umdenken und das eine oder andere ersetzen. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz toll, dass man sich so auch kulinarisch mal einen Begriff von dieser Zeit machen kann. Ja, das Buch ist erschienen im Gmeiner Verlag und hat 374 Seiten. Ja, und wenn ihr euch ein bisschen für die gute alte Zeit, die doch zumindest da gerade ein bisschen sehr giftig war, interessiert, dann schaut euch den Herzog Ludwig doch vielleicht mal an, ob ihr euch für sein Schicksal interessieren könnt.